Willkommen Leute bei einem neuen Video auf der Frage. Heute geht es wieder um einen brandaktuellen Trailer, der erst rausgekommen ist, und zwar The Flash Staffel 8. Endlich haben wir den Trailer bekommen, bald geht die 8. Staffel auch los. Die eventuell letzte Staffel, wer weiß, wir werden bestimmt am Anfang der 8. Staffel Bescheid bekommen, ob es die letzte ist oder nicht, könnte gut sein. Und deshalb müssen wir auf jeden Fall alles so gut genießen, wie wir nur können. Und dieser Trailer hat auf jeden Fall diese ganzen Crossover-Episoden, diese 5 Bonus-Episoden, die am Anfang dieser Staffel vorkommen sollen, ja, gut schon mal vorgezeigt. Wir haben einige Charaktere gesehen. Es gibt eben, wie gesagt, schon ein Crossover mit Batwoman, Atom, Flash. Und eigentlich soll ja auch noch Superman drankommen. Daher bin ich mal gespannt, wie das genau funktionieren wird. Eventuell wird das Ganze aber auch nur bei Superman und Lois in Staffel 2 passieren. Da bin ich mal sehr gespannt. Mich würde es echt fast wundern, wenn sie Superman nicht dazu holen würden. Naja, mal schauen. Was denkt ihr? Kommt er hier noch dran? Oder wird das einzig und allein in einem komplett anderen Crossover bei Staffel 2 von Superman und Lois passieren? Dann haben wir natürlich die weibliche Green Arrow, Black Lightning, und wir haben sogar Reverse Flash gesehen. Und ja, er hat einen kurzen Auftritt ganz am Ende gehabt. Ich schätze, das Ende dieses Crossovers wird dann auch ihn selber nochmal aufsetzen, dass er in Staffel 8 vielleicht einer der wichtigeren Gegner sein könnte. Vielleicht nicht von Anfang an, je nachdem. Allerdings könnte es auf jeden Fall sehr gut sein. Als Gegner für diese Crew haben wir hier Despero, einer der ersten Gegner der Justice League, und ja, nicht gerade der krasseste Charakter, allerdings für diese 5 Bonus-Episoden reicht es, glaube ich, ganz gut aus. Ich finde es an sich ganz cool, dass sie auf jeden Fall diese Crossover-Folgen machen. Leider haben mich die meisten nie wirklich interessiert, allerdings an sich ist die Idee schon sehr, sehr cool. Mal schauen, wie sie den Charakter in diesen Bonus-Episoden umsetzen werden. Eventuell wird hier vielleicht die Justice League gegründet, wer weiß. Außerdem haben wir eine Info bekommen für die 8. Staffel, und zwar Eddie Thorne wird in Staffel 8 sein Comeback feiern. Nach so vielen Staffeln kommt er endlich wieder zurück. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Wir haben ein Bild von ihm bekommen mit sehr langen Haaren mittlerweile. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, wie das dann genau aussehen wird, wenn er da zurückkommt. Und ich bin gespannt, was Iris dazu sagen wird. Und vor allem, in welcher Art und Weise und welcher Form er zurückkommen wird. Was denkt ihr, was wird da genau seine Story sein? Wird er einen großen Teil der ganzen Staffel einnehmen? Wird es eher am Ende sein? Oder wird es eher so eine ganz kleine Nebengeschichte sein? Schreibt es unten in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Außerdem bekommt Flash auch in dieser Staffel wieder ein neues Upgrade zu seinem Kostüm. Und ich muss echt sagen, mittlerweile sieht das ganze Kostüm mega cool aus. Ich finde es auch gut, dass sie nach und nach immer wieder so ein paar Sachen verändert haben oder erweitert haben. Ja, was haltet ihr vom Trailer? Was denkt ihr, wird das die letzte Staffel werden oder wird es noch eine 9. geben? Schreibt es unten in die Kommentare, ich bin sehr gespannt, und da würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Trailer, das nächste wieder scheint, wenn die Frage gestellt wird.